Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Filmverrückt hier im Moritzhof in dem kleinen Kino unterm Dach, in dem ich gerne sitzen würde und Filme sehen würde. Das geht aber immer noch nicht und darum versuche ich das so ein bisschen zu überbrücken. Ja, mein Name ist Lars Johansen und Sie wissen natürlich vielleicht, oder wenn nicht, muss ich es nochmal sagen, ich bin Redakteur bei der 35mm, schreibe dort über Kino bis 1965, schreibe ab und zu auch für andere Filmzeitungen, unter anderem den Neon-Zombie hier und da und habe eine eigene kleine Kinokolumne in der Kompaktzeitung zu Magdeburg. Das sind alles Gründe, warum ich immer recht habe mit meinem Filmgeschmack. Nein, es bleibt Geschmack und das sollte auch jeder wissen. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Warum sage ich das? Weil ich mit einer Fernsehserie anfange, überraschenderweise. Das mache ich eigentlich sonst gar nicht. Fernsehserien sind schwierig. Aber hier ist es die letzte Staffel, die 7. und letzte Staffel, um präzise zu sein, einer, wie ich finde, ein kleines bisschen unterschätzten Serie. Es ist eine Sherlock-Holmes-Serie. Und da werden einige sagen, ja, Sherlock Holmes, klar. Den kennt so ziemlich jeder. Wenn man irgendwas über Krimis weiß, dann Sherlock Holmes. Und die vermutlich frühesten verfilmten Kriminalfilme, da war Sherlock Holmes immer mit dabei. Berühmt ist es vielleicht aus den 30er, vor allen Dingen 40er Jahren, die Sherlock Holmes-Reihe, in der der berühmte Schauspieler Basil Rathbone exzellent Sherlock Holmes verkörperte. So exzellent, dass in dem Zeichentrickfilm Basil, der große Mäusedetektiv, dieser Mäusedetektiv genau deshalb Basil hieß, wegen Rathbone, und der böse Moriarty, der dort auftauchte, hatte die Stimme von, na, Basil Rathbone. Also das ist ganz spannend, dass der so lange in Erinnerung geblieben ist dafür. In der DDR lief es sogar als Fernsehserie. Sie sehen, die englische Fernsehserie hieß es da immer. Es ist aber eine amerikanische und keine Fernsehserie, sondern es waren Kinofilme, die teilweise auch in der Gegenwart spielten, weil das günstiger war damals. Und die ersten hatten in der Vergangenheit gespielt, also im späten 19. Jahrhundert. Sherlock Holmes war auch in Deutschland übrigens ein Knaller. Es gibt tatsächlich eine deutsche Verfilmung des Hundes von Baskerville von 1937. Produziert interessanterweise von Karl Lamack und vor allen Dingen Annie Ondra, die mehrere Kriminalfilme, unter anderem auch Edgar Wallace-Filme, in den 30er Jahren in Deutschland produziert hatten. Annie Ondra ist bekannt geworden als Ehefrau vom Boxer Max Schmeling, war aber selber eine sehr gute Schauspielerin, unter anderem für Hitchcock, und Produzentin. Und das Interessante bei diesem Hund von Baskerville ist die Besetzung des Dr. Watson. Der wird von Fritz Odemar gespielt. Warum das interessant ist, weil er der Vater von Erik Ode ist. Und Erik Ode war Kommissar Keller. Der Kommissar, die Krimiserie der späten 60er und der frühen 70er Jahre im bundeswestdeutschen Fernsehen. Dann gibt es einen tatsächlich noch, der Mann, der Sherlock Holmes war natürlich, mit Hans Albers als Sherlock Holmes. Und Conan Doyle taucht auf, also eine Figur, die Conan Doyle spielt dort. Und schließlich gibt es tatsächlich eine deutsch-englische Gemeinschaftsproduktion aus den 60er Jahren. Man hoffte damals, Edgar Wallace war ein Erfolg, warum nicht auch Sherlock Holmes als Serie? Und der erste Teil, damals geplant, blieb bei dem einen, der wurde von Terence Fisher gedreht, ein bekannter Hammer-Filmredakteur, der unter anderem den berühmten Dracula von 1958 dort gedreht hat, aber auch die Mumie, Frankenstein, also wirklich die klassischen Monster. Und Christopher Lee ist dort zu sehen als Sherlock Holmes. Das finde ich persönlich ganz interessant. Noch interessanter ist aber, dass dein Gegenspieler, der böse Moriarty, von Hans Söhnker gespielt wird. Ein total netter, liebenswerter Schauspieler, der im Grunde genommen nur nette Figuren spielt, Serie Forellenhof und sowas, der immer freundlich in die Kamera schaut und plötzlich so abgrundtief böse war, dass ich positiv überrascht war. Ja, Sie merken, ich verirre mich gerade in den ganzen Holmes-Geschichten, aber es gibt halt viele. Wichtig natürlich noch die kanadische Serie, die in den 90er Jahren, 1890er Jahren vor allem gedreht wurde, und nicht zu vergessen aktuell Sherlock, die englische Serie, die auch Sherlock Holmes in die Gegenwart holt. Das Ganze ist betreut von Stephen Moffat, der ja auch bei der Doctor Who Wiederbelebung mit dabei war, und Benedict Cumberbatch oder Cumberbatch oder Cumberbatch, was für ein komplizierter Name, spielt den Sherlock Holmes sehr großartig. Und das alles eben in die Gegenwart geholt, aber die alten Fälle vor allen Dingen hergenommen und modernisiert und das geschickt getan. Neue Fälle
gibt es eben in dieser schicken Reihe Elementary. Elementary spielt auch in der Gegenwart in Amerika. Und das Interessante daran ist, dass der Hauptdarsteller, also Sherlock Holmes, ist Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller ist vielleicht diesem oder jenem bekannt aus Trainspotting. Der hat sehr viel in Independent-Filmen mitgespielt und dann plötzlich in so einer Mainstream-Serie aber einen anderen Holmes, einen extremen Drug-Addict, also einen Drogenabhängigen, der auch eine Betreuerin braucht, weil es so schlimm bei ihm ist. Er war kurz vorm Sterben. Seine Betreuerin ist eine Dr. Joan Watson. Die wiederum wird gespielt von Lucy Liu. Lucy Liu ist auch eine Schauspielerin, die eigentlich eine ganz hübsche Karriere hatte. Unter anderem hatte sie in Drei Engel für Charlie in den beiden Kinofilmen mitgespielt und einige Fernsehrollen. Aber irgendwie so der ganz große Durchbruch blieb als Leading Actress ein bisschen aus, komischerweise. Weil ich mag Lucy Liu sehr gerne. Interessante Schauspielerin, interessant, ich finde auch sehr, sehr attraktive Frau, aber auch eine sehr gute Schauspielerin. Und hier eben als weiblicher Dr. Watson mit einem in die Gegenwart geholten Sherlock Holmes, der aus England nach Amerika geht und dort für die Polizei arbeitet. Dort heißt der Verbindungsmann bei der Polizei Inspektor Gregson. Gregson wiederum ist ein Name, den man tatsächlich auch bei Conan Doyle schon findet. Ist also dort ein Scotland Yard-Inspektor, ein sehr junger, von dem Holmes aber sehr große Stücke hält. Er hält ihn sogar für intelligenter als den meisten Holmes-Kennern bekannteren Inspektor Lestrade. Dieser Gregson ist der Jüngere und etwas Pfiffigere. Und auch hier ist er ein guter Begleiter auf ihren Geschichten. Hier in dieser letzten Staffel, muss man dazu sagen, in der vorletzten gab es Probleme, weil die Tochter von Captain Gregson zur Mörderin geworden war, Dr. Watson beschuldigt wurde und daraufhin Holmes die Verantwortung übernahm, nach England ging, nicht ausgeliefert wurde und so das löste. Nun müssen sie aber zurück nach Amerika, weil Inspektor Gregson angeschossen worden ist. Das ist sozusagen der Storybogen, das hat jede Staffel so einen übergeordneten Bogen. Es tauchen auch Figuren wie tatsächlich Moriarty auf. Auch hier ist Moriarty, interessanterweise, eine Frau, wie Watson auch ist. Also sehr gegendert, aber im guten Sinne. Es ist eine sehr gute Idee und das passt hervorragend. Der Böse, der hier auftaucht, hat den wunderbaren Namen Reichenbach. Und wenn man Holmes-Kenner ist, dann weiß man, dass Sherlock Holmes an den Reichenbach-Fällen, an den Reichenbach-Fällen in der Schweiz, getötet wurde. Also nicht wirklich getötet, ins Wasser gestoßen wurde, weil Conan Doyle hatte genug von ihm, sagte so, jetzt ist Holmes tot. Die Leser beschwerten sich beim Strand-Magazin, wo damals die Holmes-Geschichten erschienen. Und er musste erst, schrieb er Geschichten, die aus der Vergangenheit von Holmes erzählten. Und dann musste er Holmes irgendwann wieder aufstehen lassen, weil er einfach seine wieder auferstehen lassen natürlich. Weil er tatsächlich das war seine erfolgreichste Figur, die er je geschrieben hat, obwohl Conan Doyle auch sehr viel Interessantes geschrieben hat. Er ist ein sehr großer Esoteriker gewesen, hat einiges geschrieben, was sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Und Doyle ist aber natürlich mit dem Holmes bekannt geworden. Also dieser Reichenbach spielt als Fälle eine Rolle und wenn ganz am Ende Reichenbach Falls die vorletzte Folge heißt, dann ist das doppeldeutig mit Reichenbach fällt und die Reichenbach Fälle. Also alles, beides ist natürlich damit gemeint. Für Holmes-Kenner macht das Spaß. Sowas passiert öfter. In vielen Folgen wird auf Holmes-Geschichten angespielt, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, haben Sie den Fall mit den Gary Debston schon übernommen? Ja, zwei waren schon da, der dritte fehlt noch. Es gibt einen Fall, der heißt die drei Gary Debs. Oder es gibt einen Diamanten, der in einem Napoleon-Kopf steckt. Das ist hier auch wieder eingebaut als kleine Grundstory und vieles, vieles mehr. Was wirklich, wenn man Holmes kennt, immer wieder in Anspielungen auftaucht, zu den klassischen Geschichten, es werden neue erzählt. Ich finde, nicht jedes Drehbuch ist das gelungenste der Welt. Manche Fälle sind ein bisschen meh, aber der große Bogen ist toll, die Schauspieler sind großartig und die Idee an sich funktioniert sehr gut. Der Holmes spielt ein bisschen, mich hat es erinnert, an die relativ bekannte Krimiserie Monk. Er hat einen sehr eigenwilligen Gang, er hat auch sehr viele Angewohnheiten, die ja der Holmes von Conan Doyle auch hatte, die man gerne auch weggenommen hat in manchen Filmen und Serien. Der übermäßige Kokaingenuss hat eine große Rolle schon bei Doyle gespielt. Es gibt zum Beispiel einen Film und auch ein Buch aus den 70er Jahren, Kein Koks für Sherlock Holmes von Nicolas Meyer, in dem tatsächlich Sigmund Freud auch auftaucht und wo es genau darum geht, der drogenabhängige Holmes, den man irgendwie davon losbekommen will. Das ist spannend erzählt, das ist auch hier toll erzählt, auch durchaus
sehr traurig und anrührend. Es gibt einige Geschichten dort, aber auch, ich finde, ganz spannende Folgen. Wie gesagt, zusammen ergibt es einen Bogen in dieser 7. Staffel. Die ist nicht zu lang. Ich glaube, 13 Folgen hat sie gekriegt. Die kann man also wirklich sich gut ansehen. Es macht großen Spaß. Die anderen Staffeln lohnen sich auch. Kann ich persönlich nur zuraten. Ja, kaum war ich beim ganz Guten, komme ich zugegebenerweise zum etwas Schlechteren. Und wenn ich eine DVD, vielmehr ein Mediabook hochhalte, das Lasersturm heißt, werden Sie sich jetzt fragen, Moment mal, er hat doch gesagt, er will über Der Manitou reden. Das Problem ist, einer der deutschen Titel von The Manitou oder auch Der Manitou, wie er im Deutschen auch hieß, war Lasersturm. Gibt's auch nochmal in den Geschmacksrichtungen Laser Kill. Warum das so ist? Weil im Finale wird ein bisschen mit Laser strahlen und daran merken Sie schon, das klingt schwierig. Sagen wir es mal so, der Film ist aus den späten 70ern, 77 glaube ich genau gedreht, also lustigerweise aus der Star Wars Zeit, als Star Wars ein großer Erfolg wurde. Und was passierte? Hey, lass uns doch den Schluss ins Weltall verlagern. Und so wird aus dem Krankenzimmer, in dem das eigentlich spielt, plötzlich ein Weltall und man bekämpft sich mit Laserstrahlen, also der gute Indianer, der gute Native American mit dem bösen Manitou. Das heißt, die Kräfte kämpfen gegeneinander. Das Ganze ist wirklich unlogisch, darum geht es auch gar nicht. Warum es im Weltraum spielen muss? Weil es damals Star Wars Zeit war. Das Ganze ist von William Gördler inszeniert. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Gördler natürlich. Ich will immer Gridler zu ihm sagen. Er heißt aber wirklich Gördler. Gördler ist deshalb interessant. Er ist schon auch ein Filmproduzent gewesen, hat vieles produziert und vor allen Dingen hat er sehr günstig gearbeitet und relativ große Erfolge damit gehabt. Und er hat zum Beispiel auch einige Filme zum Blaxploitation-Genre beigesteuert. Dazu muss man kurz erklären, dass in den 70er Jahren es angesagt war, Filme mit schwarzen Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen zu drehen, weil auf einmal die schwarze Community ins Kino gehen wollte und ihre Helden sehen wollte. Der berühmteste dieser Filme ist natürlich Shaft, aber da ist eben auch Foxy Brown rausgekommen und anderes. Und eben auch die Filme, die Gödler mitgedreht hat, unter anderem Abby. Abby ist deshalb nicht uninteressant, weil er ist eigentlich ein ganz dreistes und billiges und schlechtes Rip-Off von Der Exorzist, nur mit Schauspielern, die halt aus der schwarzen Community waren. Ansonsten ist es die gleiche Geschichte nochmal. Der Verleiher hat sich so dafür geschämt, nach 2 Wochen haben sie es damals aus dem Kino rausgenommen, weil ihnen klar war, das Plagiat war so offensichtlich, dass sie jede Klage verloren hätten. Aber dann gab es auch ein paar andere Filme von ihm, die alle so mit wenig Geld einiges auffahren konnten. Und auch hier ist es so, der Film war günstig. Die Schauspieler brauchten wohl alle Geld. Jedenfalls hat das der Autor der Vorlage, Graham Masterton, erzählt. Tut er auch hier in einer schönen Dokumentation, auf der übrigens prachtvoll ausgestatteten Blu-ray, ist ein schönes Mediabook geworden. Auch eines, das, muss man dazu sagen, nicht in großer Zahl hergestellt wird. Also ich glaube, es sind 400 Exemplare pro Titelbild. Es gibt, glaube ich, 5, also insgesamt 2000 Stück in ganz Deutschland. Ich habe zum Beispiel hier das Cover, das es ausschließlich im Mediamarkt gibt. Wer also Coversammler ist, muss dann noch in die anderen Elektronikfachmärkte und zu einem großen Internetversender gehen, um alle Cover zu haben. Dieses hier gibt es jedenfalls nur in diesem Drogeriemarkt zu kaufen, sonst nirgends. So teuer ist es nicht geworden, finde ich, für ein ordentliches Mediabook. Worum geht es? Genau, eine Frau hat ein Geschwür auf ihrem Nacken und das entpuppt sich als scheinbar menschlich, also da wächst ein Fötus heran. Es ist aber kein Fötus im klassischen Sinne, es ist die Wiedergeburt eines uralten indianischen Dämons, der sich rächen will an all den Menschen, die den Native Americans Böses getan haben, also vor allen Dingen den weißen Amerikanern. Das muss irgendwie verhindert werden und darum wird erstmal ein Scharlatan eingeschaltet, der seine Leute belügt und behauptet, er wäre ein Mensch, der Kontakte zu Geistern und anderem hat. Hat er aber gar nicht. Er spielt das nur. Und das ist natürlich Tony Curtis. Der Film ist von 1977. Ich sagte es schon, Tony Curtis hatte seine große Zeit in den 50er und noch 60er Jahren. 1970 noch einmal einen sehr großen Erfolg mit The Persuaders, die 2, wo er zusammen mit Roger Moore spielte. Aber er war schon auf dem absteigenden Ast. Und je weiter er machte, desto verlässlicher ist es, dass Filme mit Tony Curtis aus den 70er Jahren meistens nicht unbedingt Qualitätsfilme sind.
Dieser in gewisser Weise auch nicht und wieder doch, weil er hat, finde ich, sehr eigene Qualitäten. Die Frau, die diesen Manitou mit sich herumträgt, so wird er nämlich genannt, das ist Susan Strasberg. Die hat tatsächlich einige interessante Filme in den 60er Jahren gedreht, wo sie vor allen Dingen extrem gut kreischen können musste. Das kann sie auch hier sehr gut übrigens machen. Und es ist sehr hübsch zu sehen, wie so langsam aus ihrem Rücken immer weiter dieser Manitou wächst, bis sie ihn irgendwann quasi auf die Welt bringt, irgendwann auch noch liegen kann, weil ja im Nacken das immer größer wird, dieses Geschwür, dieser Mensch. Und dann wird ein Native American dazugeholt, der Medizinmann ist und der nun gegen diesen Manitou antritt. Und mit vielen anderen Manitous wird einfach behauptet, es gibt ganz viele, einen des Windes, einen des Waldes, aber auch die Computer, die menschlichen, haben alle einen. Und am Ende werden alle Computer des Krankenhauses zusammengeschlossen, um dann einen supergroßen Manitou erzeugen, der gegen diesen Manitou. Sie merken, worauf das rausläuft. Es klingt so blöd, wie es vermutlich ist, aber trotzdem macht es Riesenspaß, so zu gucken. Und spannend ist auch, dass dieser Manitou, der von der Frau geboren wird, die großen Alten oder vielmehr einen von den großen Alten beschwört. Das ist ein deutliches Signal, weil das geht in Richtung Howard Phillips Lovecrafts, einer der bedeutendsten fantastischen Autoren des 20. Jahrhunderts, Amerikaner. Und der ist tatsächlich der Erfinder eines Universums mit den großen Alten. Und das sind Götter, die lange vor uns da waren. Es gibt dieses berühmte Sprüchlein oder Gedicht oder den Vers, es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Das ist von Lovecraft und betrifft genau diese uralten Götter, die es angeblich gibt. Natürlich gibt es die nicht, ist eine Erfindung. Und es ist hier auch, das ist wirklich ganz süß gemacht und es ist ein gutes, skurriles Beispiel für die merkwürdigen Filme der 70er Jahre. Denn da war das so, es gab noch immer die Reste vom Studiosystem, vor allen Dingen aber New Hollywood, junges, anderes Kino in Deutschland, junger deutscher Film. Und gleichzeitig gab es den Versuch, zum ersten Mal Blockbuster so richtig zu bauen. Berühmtestes Beispiel war dann das erste gleich, Der weiße Hai von Steven Spielberg, der ein Riesenerfolg wurde. 77 Star Wars. Im gleichen Jahr oder ein Jahr später kam Superman raus. Alles teuer gedrehte Blockbuster mit großen Effekten, die das Publikum zogen. Und so lief der Manitou interessanterweise darunter mit, weil er eben auch Effekte hatte. Keine CGI-Effekte, keine super teuren Effekte, aber genau damit auch punkten wollte. Da gab es dann eben auch auf einmal friert das ganze Krankenhaus, also ein ganzer Stockwerk im Krankenhaus ein und da hängen Eiszapfen von der Decke und das ist so sichtbar und liebevoll, Pappmaché, dass man sich auch fragt, hätte man nicht ein bisschen mehr ausgeben können? Nee, war nicht da. Und wie gesagt, der Autor der Vorlage, Graham Masterton, sagte, der Regisseur habe ihm gesagt, er hätte die deshalb nur gekriegt, also auch gerade Tony Curtis, der hätte gerade ganz große Zahlungen an seine Ex-Frau zu leisten. Und um die Alimente bezahlen zu können, hat er hier mitgemacht. Das ist also ein Alimente-Bezahlungsfilm. So sieht er an einigen Stellen aus. Macht aber trotzdem richtig viel Vergnügen mit dieser schrägen Prämisse, dieses merkwürdigen Manitou, der auch wirklich obendrein extrem merkwürdig aussieht. Das ist alles schräg und witzig und mit Liebe zum Detail gemacht. Bisschen Geld, das man da hatte. Und irgendwie haben die Beteiligten Spaß dran und auch nicht. So gleichzeitig Spaß haben und sich distanzieren. Ein wirklich schräges Vergnügen, wenn man sowas mag. Vielleicht kennt dieser oder jener hier The Boys from Brazil. Das ist ein Film, wo Gregory Peck dabei ist und Laurence Olivier. Also lauter bekannte Leute. Ähnlich unsinnige Handlung, es geht um Hitler-Klone. Auch aus dieser Zeit, aus den späten 70ern, wo du dich die ganze Zeit überfragst, wer macht so einen Unsinn, der trotzdem riesen Spaß macht, aber wirklich extrem neben der Spur läuft. Das ist in der gleichen Richtung wie dieser. Und sowas fehlt heute ein bisschen. Die Leute geben entweder sehr viel Geld aus, super Blockbuster, ein Spider-Man wie der andere Iron Man, oder ganz billig gedrehtes, sehr einfaches Kino, aber dieses mit Liebe gemachte, auch durchaus nicht unaufwendige Trickkino mit vollkommen hanebüchenem Unsinn fehlt mir ein wenig. Hier kann man sich ein bisschen zurückversetzen lassen in die Zeit, als sowas noch ging. Und da bin ich auch schon beim letzten Film, den ich heute vorstellen möchte, angekommen. Der ist ein bisschen anspruchsvoller möglicherweise als die bisher vorgestellten. Es ist der Film Der Leuchtturm. Der Leuchtturm, den habe ich mir vor allen Dingen deshalb zugelegt, ich habe ihn mir zugelegt, wegen Robert Eggers. Robert Eggers ist der Regisseur
Und von dem hatte ich im vergangenen Jahr The Witch oder wie er bei uns teilweise hieß, The V-Witch gesehen. Da ging es um eine Familie, die im, ja, ich weiß nicht, ob im 18. Jahrhundert oder schon im frühen 19. in einem Dorf in Amerika lebte, in den USA. Der Vater, religiöser Fanatiker eigentlich, zieht mit seiner Familie aus dem Dorf heraus aufs Land, also in den Wald, an den Wald. Alles geht dort schief und die eine Tochter verwandelt sich in eine Hexe. Das heißt, sie begegnet einer solchen und die erweist sich auch als echt. Und es bleibt immer so ein bisschen in der Schwebe. Ist das Einbildung? Ist das Wahrheit? Ist das wirklich eine Hexe? Der Film lässt es ein bisschen in der Schwebe, aber geht schon sehr in die Richtung, dass deutlich wird, dass es eine sein könnte. Und es ist sehr langsam und klug und gut erzählt und mit sehr düsteren Bildern, die mich durchaus beeindruckt haben. Und nun hat der gleiche Regisseur sich gesagt, jetzt drehe ich diesen Film Der Leuchtturm mit zwei wundervollen Schauspielern und eigentlich auch nur diesen beiden. Es gibt ein, zwei Menschen, die kurz auftauchen im Film, aber es ist eigentlich nur ein Zwei-Personen-Film. Und die werden tatsächlich gespielt von Willem Dafoe als dem alten Leuchtturmwärter, dem erfahrenen Mann, und der Junge, der ein Geheimnis verbirgt, denn er ist da, weil er nun ja ein bisschen auch Vergangenheit zurücklassen muss. Der wird gespielt von Robert Pattinson. Robert Pattinson, ja, da werden einige sagen, das war doch der, genau, das war der aus Twilight. Der arme Mann, das hängt ihm wahrscheinlich Zeit seines Lebens an. Pattinson ist ein, wie ich finde, maßlos unterschätzter Schauspieler, immer noch. Er hat einige großartige Arbeiten abgeliefert, unter anderem mit David Cronenberg gearbeitet. Aber auch hier wieder sieht man, was für ein wunderbarer, großer Schauspieler er ist, so jung er auch immer noch ist. Er soll ja auch der neue Batman werden. Auch da ging schon ein Aufschrei durch die Community. Der als Batman geht ja gar nicht. Twilight war so doof. Ja, Twilight war doof, hat mir auch nicht gefallen. Aber Pattinson ist mehr als Twilight. Und Willem Dafoe ist sowieso ein Gigant. Dafoe ist einer der besten Schauspieler seiner Generation. Ich hatte das große Glück, einmal ihn in den 90er Jahren auf der Bühne erleben zu dürfen in Frankfurt. Er war ja Mitglied der Wooster Group. Die habe ich, glaube ich, schon mal hier auch erzählt, bei einem ganz anderen Zusammenhang. Wooster Group, eine der wichtigsten Theatergruppen des 20. Jahrhunderts, postdramatisches Theater. Und die spielten in Frankfurt live und ich sah zum ersten Mal diesen Mann auf einer Bühne. Ich war vollkommen geplättet, was für eine unglaubliche körperliche Beherrschung er hatte, aber auch sprachlich, stimmlich sowieso, aber auch diese Körperlichkeit, weil er musste auf der Bühne tanzen, Kabuki-Theater mäßig tanzen, und das wirkte unglaublich intensiv. Und das ist sehr oft so. Also die Rollen von Dafoe sind unglaublich intensiv. Selbst wenn er, was er oft tut, eher böse Charaktere spielt, sind die so mehrschichtig und faszinierend, dass es ein großes Vergnügen ist, ihm zuzuschauen. Die ersten Filme hat er überhaupt nur deshalb gemacht, weil er Geld brauchte für die Wooster Group. Der war nämlich der Finanzier. Seine Lebensgefährtin, seine damalige Liz LeCompte, war die Chefin. Die beiden haben auch ein paar Kinder zusammen gehabt. Mittlerweile sind sie getrennt. Und er schaffte das Geld dran, indem er Filmrollen spielte und da einen ganzen Haufen. Und dann als Filmschauspieler auch immer bekannter wurde, immer mehr gedreht hat natürlich, immer weniger dann auch Bühne machte. Aber eigentlich ist das durchaus auch bei ihm. Und hier merkt man das. Das ist ein bühnenaffiner Schauspieler. Das sind zwei, die wirklich auf einer einsamen Insel mit einem Leuchtturm, mehr ist es nicht, mit ein, zwei Häusern dabei. Und das ist alles. Mehr ist da nicht. Mehr gibt's nicht. Und das Ganze ist obendrein noch gedreht in Schwarz-Weiß. Und in, ich glaube, 1:1,9 ist das Format, also das alte Fernsehformat 4:3, an das sich die Älteren noch erinnern werden, wo sie immer schwarze Streifen links und rechts haben, genau. Also der ganze Film ist so ungeheuer sperrig von der Herangehensweise und von allem eigentlich, was erzählt wird. Und dann ist er nicht mal spektakulär, selbst das Ende. Es wird vieles angedeutet immer, was sein könnte und was möglich ist. Es wird nie ausgesprochen, es wird nie ausgeführt, bis zum Ende nicht. Es bleibt immer offen. Passierte das wirklich? Bildet sich das jemand nur ein? Sind das die Gedanken von den beiden? Sind die beiden schon verrückt geworden? Sind sie viel länger auf dieser Insel, als sie wissen oder denken? All diese Dinge bleiben offen und ungelöst. Und immer wieder in der gemeinsamen Interaktion der beiden Schauspieler entsteht so eine intensive Atmosphäre, von, die auch durchaus erotisch aufgeladen ist. Auch da gibt es dann tatsächlich Szenen, wenn sie beiden zusammen tanzen und sich tatsächlich auf eine Weise nahe kommen, die sie gleich wieder verneinen und ablehnen.
können. Das ist wirklich großartig gemacht und es macht einen riesen Vergnügen, ist das falsche Wort. Es ist ein unglaublich intensives Filmerlebnis, was sich eingräbt. Eingräbt wie die immer tiefer liegenden Falten in das Gesicht von Willem Dafoe und auch die Kleidung. Es gibt ein paar Specials hier mit dabei, unter anderem eben auch mit der Frau, die Kleidung genäht hat. Das sind alles handgenähte Stücke, die noch mal faltenreicher sind, als sie sein müssten. Also es sind ja grobe Seemannspullover und anderes. Und das ist noch mal gröber gemacht, als es vielleicht hätte sein müssen, damit es die Grobheit der Gesichter noch mal hervorhebt. Also man guckt wirklich auch kameratechnisch, man schaut in Gesichter hinein, die wirklich weit weg sind. Das Ganze spielt vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts. Ausgeführt wird auch das nie genau. Wir wissen aber, es ist nicht die Gegenwart und auch wahrscheinlich das 20. Jahrhundert. Aber dieses aus der Zeit gefallen zu machen, der Mut auch, dieses auf zwei Personen zu reduzieren und eigentlich einen fantastischen Film zu machen, dem es scheinbar auch merkwürdige Erlebnisse gibt, und da bin ich wieder bei Lovecraft, die durchaus Lovecraftisch sind. Der hat ja sehr oft bei den großen Alten und bei anderen Figuren sehr viel Tentakel und Tentakelwesen mit dabei. Auch die gibt es hier. Aber auch da bleibt offen, gibt es die oder ist es nur eine Einbildung? Und es ist wirklich faszinierend. Und spätestens, wenn die beiden irgendwann anfangen, das Lampenöl zu trinken, das sie mit Honig versetzen, damit es ein bisschen nach was schmeckt, weiß man, jetzt sind sie eigentlich schon dem Wahnsinn anheimgefallen. Und dieser Wahnsinn wird ausgeprägter, weil eigentlich hätten sie nur 4 Wochen dort sein sollen, aber das Ablöseschiff kommt einfach nicht. Warum, erfahren wir nie. Es ist Sturm, aber nicht die ganze Zeit. Es bleibt also auch das offen und obskur. Vielleicht sind auch erst Tage vergangen. Vielleicht sehr viel kürzere Zeit, als wir denken. Der Film spielt auch immer damit, dass wir nicht wissen, was gerade so zeitlich dort abgeht. Das ist wirklich kluges, großes, schweres, aber gerade darum unglaublich lohnenswertes Kino. Ich muss sagen, der Film ist auch für mich einer der Filme des Jahres. Der ist sogar, finde ich, besser als The Witch vom gleichen Regisseur, ich sagte es, zu dem es durchaus Parallelen gibt. Auch da ist es ja eine Parallelgesellschaft, nämlich die ziehen in den Wald und wohnen dort ganz alleine. Hier sind die beiden Männer alleine auf der Insel. Dieses Einsamkeitsthema, diese Isolation, die auch dazu führt, dass man sich verändert, dass man transformiert wird in etwas anderes. In was eigentlich? Das ist etwas, was ihn zu interessieren scheint und was er auch hier großartig macht. Also kurz, wenn ich so dafür schwärme, hat das Gründe. Der Film ist ein einziger Schwarm und einfach sehr, sehr lohnenswert. So. Sie haben gemerkt, es ist ein sehr unterschiedliches Programm gewesen, das ich vorgestellt habe. Aber es sind wirklich alles drei Filme, die frisch in meinen Besitz gelangt sind, nachdem man jetzt ja wieder einkaufen gehen darf mit einer Maske, die bitte auch tragen. Nicht denjenigen glauben, die sagen, es ist alles nur eine Erfindung. Es ist keine Erfindung. Die Toten sind real. Oder fragt euch, ob die vielleicht auch einfach nur Lampenöl mit Honig. Und wenn man das Gefühl hat, da riecht einer nach Lampenöl mit Honig, nicht weiter zuhören, was er, sie oder es zu Corona zu sagen hat. Also machen Sie das einfach, suchen Sie einen lokalen Händler auf, kaufen Sie bei dem ein. Egal, was Sie kaufen, ob Sie Bücher kaufen oder DVDs oder Kleidung, machen Sie es bitte bei den kleinen, lokalen Händlern, so gut es geht. Denn die brauchen das. Und die sollen ja auch bleiben. Also, wenn Sie was einkaufen, wissen Sie, wie, wo und warum. Und wenn Sie nichts kaufen, ist das auch eine richtige und gute Haltung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und hoffentlich im Moritzhof.